Aber natürlich ist es ja nur eine Subventionierung vom Staat aktuell, wegen den steigenden Spritpreisen, ja. Gaspreisen etc. Also ob das jetzt eine langfristige Lösung ist oder eben ein Modell, was auch langfristig beibehalten wird, ist ja fraglich. Es stellt dar oder es zeigt, dass du mit einer einfachen Lösung für die Masse oder mit einer wirklich unkomplizierten, flächendeckenden oder bundesweiten Lösung, glaube ich, viele ansprichst. Und es kann ja dann in Zukunft nicht 9 Euro kosten, vielleicht kostet es 49. Und dann 130. Anstatt jetzt in Baden-Württemberg 130 und dann in München oder in Bayern nochmal was anderes, dass man dann sagt, okay, man nimmt einen Preis, der nicht quersubventioniert wird durch den Staat, sondern der sich selber deckt, aber alles andere vereinfacht bundesweit. Ich glaube, das wäre längst überfällig. Ja.